Schönen guten Abend. Ja, ich freue mich sehr, mal wieder hier zu sein. Umso mehr, als es wahrscheinlich das letzte Mal ist. Ja, wir sind am Prenzlauer Berg und ich bin ein alter, weißer Mann. Das kann nicht mehr lange so gehen. Und ich mache auch gar nicht erst auf Jugendlichkeit, indem ich mir einen kindischen Namen gebe wie Puffpuff. Nein, Tretter! Das klingt wie der zweifach geschiedene Leiter einer Wehrsportgruppe. Und ausgerechnet, ich soll jetzt ausgerechnet hier eine Nummer präsentieren. Vor so einem Publikum. Prenzlauer Berg, also Gentrifizierungsgewinner. Veganer, Schwaben, Posthumanisten, lauter flüssige Identitäten. Ich sehe allein in den ersten drei Reihen 17 Geschlechter. Und dann komme ich daher mit meiner privilegierten patriarchalen Perspektive. Ich fühle mich wie ein schwuler Schweinemetzger in Medina. Aber ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich dazu geworden bin. Alter, weißer Mann. Das gab es bis vor kurzem gar nicht. Noch vor 2, 3 Jahren hießen alte, weiße Männer einfach Männer. Oder eben Opas. Aber nicht jeder Mann war ein Opa. Heute ist nicht jeder Opa ein Mann. Das muss man gleich dazu sagen, sonst gilt man als heteronormativer Faschist. Den Vorwurf habe ich kürzlich erst gehört. Genauso mit dieser Totschlagvokabel drin. Ich bitte Sie, ich bin doch nicht heteronormativ. In jedem deiner Sätze steckt eine Mikroaggression. Das ist mein momentaner Lieblingsbegriff. So was kann sich nur eine Generation ausdenken, die nie eine Makroaggression erlebt hat. Ich frage mich, was mein Großvater dazu gesagt hätte. Wenn einem 6 Jahre lang die Granaten um die Ohren geflogen sind, danach Kriegsgefangener, dann kommt man nach Hause, dort wartet eine Frau, mit der die Gefangenschaft erst richtig anfängt. Und dann geht man eines Tages zum Bäcker und sagt wie immer, 10 Brötchen bitte, Fräulein. Aber hinter der Theke steht kein Fräulein, sondern ein Bäckereifachverkäufer-Sternchen-in. Und er rastet sofort aus. Er ist kein Fräulein. Er verbittet sich diese binäre Einordnung. Er gehört zur LGBTQ-Community und er fühlt sich momentan nicht als Frau, sondern als Salatgurke. Ja, es ist sowieso schon erschütternd genug, die ganze Zeit Brötchen anfassen zu müssen, die aussehen wie eine klaffende Vulva. Und diese Mikroaggression hat ihn nun vollends traumatisiert. Er kann jetzt nicht mehr weiter bedienen. Was hätte mein Opa gemacht? Das Sturmgewehr haben ihm ja die Russen abgenommen. Zusammen mit dem rechten Bein. Also er hätte der Salatgurke nicht mal mehr in den Arsch treten können. Aber woher kommt das? Warum sind immer mehr Leute wehleidiger als ein Glasknochenkranker beim Pogo? Und tragen das auch noch vor sich her. Ich habe noch gelernt, dass man seine Stärken hervorkehrt und seine Verletzungen verbirgt und möglichst alles mit Humor nimmt. Man nannte das Würde. Na, wie schreiben die heute eine Bewerbung? Mein Name ist Matthias Tretter. Ich wurde 1972 als Frühchen geboren. Nach dem Abschluss meines Germanistikstudiums war ich 3 Jahre drogenabhängig. Ich habe ADHS und eine Brille und 3 meiner 4 Persönlichkeiten interessieren sich sehr für ihre Stelle als Fluglotse. Woher kommt das? Ich glaube, es liegt mal wieder am Internet. Als ich zur Schule ging, war in jeder Klasse der Nerd das beliebteste Opfer. Noch vor dem Rothaarigen. Und der fand das damals gar nicht lustig, dass er beim Kicken im Schulhof immer zuletzt gewählt wurde. Als Ball. Der hat Rache geschworen. Und dann auch genommen. Die Nerds beherrschen jetzt die Welt. Leute wie Mark Zuckerberg. Was glauben Sie, woher der Like-Button kommt? Das war immer sein sehnlichster Wunsch. Einmal gemocht werden. Und zwar nicht trotz seiner Defizite, sondern genau dafür. Und mittlerweile machen alle mit, wie die Kinder. Sie kennen das, Kinder wollen sogar für ihr Kaka noch gelobt werden. Sigmund Freud nannte das Analität. Jetzt heißt es Instagram. Ja, und
Und der Speicherplatz, auf dem die Leute ihre eigene Bedeutungslosigkeit vorführen, wird immer größer. Die Aggressionen, von denen sie sich verletzt fühlen, immer kleiner. Ja, was früher Gigabyte waren, sind jetzt Terabyte. Und ich wette darauf, bald gibt es auch Nanoaggressionen. Dann fällt in China ein Sack Reis um und das triggert hier die Getreidefeministinnen. Warum ein Sack und keine Tüten? Ja, aber wie gesagt, ich bin ein alter, weißer Mann. Es ist völlig klar, dass ich in einer falschen Geschlechtszuschreibung kein Trauma sehe. Man sollte die gegenteilige Gruppe fragen. Junge, farbige Frauen, Mädchen aus dem Sudan zum Beispiel, die werden beschnitten. Hier geht es um die Verletzung durch ein fehlendes Binnen-I. Was eine Sudanesin wohl sagen würde, wenn man ihr in einem Satz ein falsches Geschlecht zuschreibt. Sie wird es wahrscheinlich begrüßen. Denn dann hätte sie wenigstens wieder eins. Dankeschön.